So, und direkt aus dem Urlaub aus Amerika zurück, unser Fitnessexperte Roman Daucher. Bist du wieder gut angekommen? Gut angekommen. Schaust auf jeden Fall fit aus. Roman, gut, dass du gerade in Amerika warst. Die sind ja alle super fit und haben immer die neuesten Fitnesstrends. Ja. Ich habe in 2 Wochen ein Fest, da gibt es auch eine Poolparty. Jetzt habe ich die Ernährung schon umgestellt, aber mein Bauch, der muss noch ein bisschen flacher werden. Der ist doch eh schon super. Ja, bitte, in dem Bibi. Kleid, das siehst du den Rest nicht. Welche Bauchmuskeltipps hast du mir aus Amerika mitgebracht? Also ich war ja an der Westküste, habt mich da hingeschickt, um neue Fitnesstrends mitzubringen. Und da gibt es wirklich einige absolut neue Erkenntnisse. Beispielsweise das Bauchmuskeltraining wird im Ganzkörpertraining abgehandelt. Das heißt, mit einer Kettlebell, Schwunggymnastik, also diese klassischen Crunches vor und zurück, die werden dort nur mehr ganz, ganz selten gemacht. Eine der allerbesten Übungen ist übrigens exzentrisches Kniebeugen machen mit viel Gewicht. Aha. Beim Hinuntergehen wird die Bauchmuskulatur derart exzentrisch belastet, dass das eigentlich der beste Effekt ist. Ich habe dir übrigens eine nette Fitnesszeitschrift hier mitgebracht, ja, mit schönen Bildern auch, schöne Männer. Okay. Und da steht das alles drinnen. Aber ich würde sagen, auch für die Zuseherinnen zu Hause ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Übungen vorzeigt. Deswegen beginne ich jetzt einmal mit der ersten Übung. Aus dem Stehen heraus. Die Zehenspitzen zeigen zur Seite. Ein Arm fixiert am Oberschenkel. Der andere Arm seitlich ist übrigens für die quere Bauchmuskulatur, den seitlichen Anteil. Die Zehenspitzen zeigen zum Boden und wir gehen einfach hoch und tief, hoch und tief. Und da fällt mir auch das Mikro gleich heraus. Wie oft muss man das wiederholen? Ich zeige es auf die andere Seite. Man sollte hier nicht nach Wiederholungen gehen, sondern in etwa eine Minute, dann ganz kurze Pause und dann zum nächsten wechseln. Mhm. Da brauchen wir einen Sessel, denn die Übung ist wirklich geschmolzen. Die Beine sind auf dem Sessel oder auf der Couch. Jetzt machen wir einen Liegestütz und ziehen das Bein seitlich nach vor. Eine Ganzkörperübung. Auch hier ähnlich wie bei der ersten Übung für den seitlichen Anteil der Bauchmuskulatur kräftigt natürlich auch die Brust- und die Schultermuskulatur. Letzte Übung. Okay. Das ist die Poolübung für dich. Hände unter dem Popo, dann mit den Ellenbogen abstützen, die Beine überstrecken. Aha, ja. Kinn zur Brust, das ist ganz wichtig, dass die Wirbelsäule gestützt ist und hoch und tief ziehen. Und das ist für den unteren Anteil, den jeder gerne hat. Das ist genau der, der noch ein bisschen knackiger werden soll. Wenn man jetzt sagt, okay, man möchte intensiv seinen Bauch trainieren, soll man das jeden Tag machen? Gibt es irgendeinen Regenerationstag und wie lange dauert dieses Training? Jeden Tag Bauchmuskulatur entspricht eher der Physiologie einer Sehnenplatte. Das heißt, die kann man nicht überfordern. Den Bauchmuskel bis zur individuellen Schmerzgrenze trainieren. Und man kann das wirklich jeden Tag machen, 1 bis 2 Mal. Bis zur individuellen Schmerzgrenze. Ich habe nämlich mal gehört, man soll so lange machen, bis es wehtut. Das ist nach wie vor no pain, no gain, no curl, no girl. Auch ein Spruch, den ich in Amerika gelernt habe. Also wirklich bis zur individuellen Schmerzgrenze. Vor allem beim Bauch, bei den großen Muskelgruppen sollte man eher vorsichtig sein. Vor allem die Beine und die Brustmuskulatur, damit es da nicht zu Muskelfaserrissen kommt. Wenn man jetzt deine Übungen macht und dazu noch ein bisschen Ausdauertraining, was empfiehlst du jetzt dann zu essen oder nicht zu essen, damit es im Sommer noch klappt mit dem Sixpack? Also eine Akutmaßnahme ist natürlich die allseits bekannte ketogene Diät, das heißt eiweißreiche Ernährung, vor allem am Abend, damit hier auch die das Wachstumshormon und die Zytokine angekurbelt werden, damit die diesen Trainingsimpuls, den man gesetzt hat, verarbeiten und dass vor allem die Fettschicht reduziert wird. In der Früh, also mein Tipp wäre in der Früh Kohlenhydrate, Müsli, langkettig, Mittagessen, was man will und am Abend hauptsächlich Proteine, ist man gut dabei. Und da habe ich eine Frage an dich, dass ich mich nämlich letztens selber gefragt, das mit den Eiweißen, wenn man viel trainiert. Mhm. Wenn man dann aber nicht trainiert und viele Eiweiße isst, setzt das dann an? Da hat man das Problem, dass es ein bisschen die Nieren belastet und möglicherweise dann als Urikase, Harnsäure sich in den Gelenken absetzt. Das ist aber wirklich der absolute Worst Case. Eiweiß macht gar nichts. 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kann man pro Tag ruhig essen. Vielen Dank, ich werde es ausprobieren. Und jetzt schauen wir ins Horoskop. Florian Danner, bitte. Bei einer Aussage, lieber Roman, glaube ich dir überhaupt nicht, nämlich, dass man angeblich den Bauchmuskel nicht überdehnen kann. Ich bin der lebende Gegenbeweis. Jetzt das Horoskop des Tages. Wem geht es heute gut und wem nicht? So ist der Überblick für Sie. Schauen Sie einfach mal rein ins Horoskop. Der Flop des Tages sind heute die Fische. Heute mischt sich Uranus an die Tagesabläufe und schon kommt alles anders, als Sie das gedacht hätten. Lassen Sie sich nicht verwirren, sondern prüfen Sie alles 2 oder 3 Mal. Und Top des Tages sind die Löwen. Da haben Sie besonders viel zu tun und Sie werden keine Probleme spüren, steht da eindeutig bei den Löwen.